Listen. Kann ich mehr. Wow. So, Henning. 11 Jahre bist du alt? Yes. Das ist nicht zu fassen. Also, die meisten Jungs in deinem Alter, die ich kenne, die hören Avicii und so DJs, die sich als Rockstars verkaufen. Du bist ein echter Rockstar. Wie kommst du dazu, so eine Musik zu spielen? When I was younger, I was watching YouTube Als ich noch kleiner war, da habe ich mir eine ganze Menge YouTube-Videos mit meinem Vater angeschaut. My dad's really into rock und mein Vater, der liebt Rockmusik. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich meine Eltern gebeten, mir eine Gitarre zu kaufen. Und denn das ist ja das wichtigste Rockinstrument. Und in dem Moment, als ich begann damit zu spielen, habe ich es geliebt und da habe ich Unterricht genommen. Und mein Opa hat mir dann eine Gitarre gekauft, die war so groß und so schwer, dass ich sie kaum tragen konnte. Aber trotzdem habe ich mich rangemacht. Und wer ist dein gitarristisches Vorbild? Also Steve Vai oder Slash oder Angus Young? Ich bin ein großer Fan von Blues-Gitarristen wie Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Gitarristen. Duffy Govan zum Beispiel, ein sogenannter Fusion-Gitarrist, von dem bin ich auch ein großer Fan. Viele Rock-Gitarristen, Slash, Jimmy Page. Das sind so meine Favoriten. Jetzt bringst du mir noch was bei. Du lässt mich ganz schön doof aussehen, das sag ich dir. Ach Mann, ja. Einfach echt so geil, wie du, was du hier abgezogen hast. Ist perfekt. Ja, es war perfekt, wirklich. Thank you. Danke. Vielen Dank. Hey Jeremy. Ich glaube, du hast heute vor allem Henning hier ein Riesengeschenk gemacht. Henning, ich hatte kurz einen Moment Angst, dass du gleich stage-divest auch noch. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre in der Rock'n'Roll-Diaspora gelebt und jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr. Es gibt noch Nachwuchs, Gott sei Dank. Auf jeden Fall, das ist ja sowieso heute so schön. Ne? Man sagt ja immer, die Kinder von heute und die können alle, die daddeln nur und zocken und spielen an den Handys. Eines von 12 wunderbaren Gegenbeispielen. Ja? Du rockst auf jeden Fall fleißig weiter. Jeremy, sensationell gemacht. Toller Job. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Jeremy! What an awesome talent, and there are a lot more Super Kids for you to see here on YouTube. Subscribe now to never miss out on our new Super Kids, and be sure to give thumbs up and share with your friends.